Hallo ihr Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mini-Variants. Vieles ist nicht passiert seit dem letzten Mal. Ich habe ein bisschen was gefarmt, was man halt in dem Spiel so machen kann. Ja, wir können so ein bisschen was so zwischendurch machen. Heute werde ich noch nicht das ganze Zeug hier wie Diamanten und so weiter raus, sondern das denke ich mal, werde ich in der nächsten oder übernächsten Folge machen. Hier werde ich einfach ein bisschen Zeit vertreiben. Sowas wie, ja, keine Ahnung, irgendwelche Special Stages, was wir sonst so machen können. Hier muss ich irgendwann noch was aufrüsten für die tägliche Mission. Ich habe mittlerweile echt Goldmangel, muss ich sagen. Ich kann nicht mehr alle aufrüsten. 124, okay. Oh, das ist schon geil. Bam. Und sowas kostet natürlich auch eine ganze Menge. Ich habe gerade irgendwie nur noch 800.000 Gold. Ihr seht, es geht schnell runter. Jetzt würde ich aber eigentlich alles schon... Ne, drei Special Stages muss ich, glaube ich, clearen noch. Eine habe ich gemacht. Hier heißt es also wieder Kisten sammeln. Mittlerweile habe ich schon die Vierer-Kisten, die ich hier farmen kann mit der Stärke. Ich weiß gar nicht, wie die sich inhaltlich unterscheiden, ob da so viel was anderes drin ist oder ob die einfach nur anders aussehen, also eine andere Zahl drauf haben. Keine Ahnung. Werden wir eventuell auch erst beim nächsten Mal sehen, wenn ich die ganzen Kisten aufmachen werde. Heute wird langweilig Missionen gefarmt. Genau, gleich kann ich auch bei Hero Adventures machen, das ist nicht so langweilig. Auch wenn ich mir so einen Autofill-Button wünschen würde für diese ganzen Hero Adventures, das wäre total cool. Ja, wenn ich jetzt schon wieder 3000 Gold und 10 Goldkisten jetzt zum Beispiel hier einen automatischen Button gebe, Autofill mit automatisch den beiden Konditionen verfügbar, das wäre schon ziemlich geil. Dass er dann halt automatisch ja, die ganzen Dinger da reinpackt. Fände ich schon ganz cool. Aber, naja. So, 200.000 Gold und eine Dreierrüstung. Wieder 10 Edelsteinchen. Achso, drei Mountain Archer habe ich, glaube ich, nicht, ne? Ich habe nur 2 und ich brauche diesen Helm eh nicht. Wobei der Helm natürlich auch ganz cool wäre. Aber naja. Dann halt nicht. Fehlt mir noch ein Mounted Archer, würde mir noch fehlen. Oder ich nehme Nikola aus meinem Team raus, aber für 2 Tage. Nee, dann nehmen wir einfach nur die 10. die 10 Edelsteine mit. So, und hier oben ist noch einer. Boah, ganze 2 Zweierrollen. Aber wir haben auch mal. Oh, sogar 3er-Rollen. Cool. Pikini Improviser. Dann gibt es hier noch eine Kavallerie. Aber hier hinten. So ein Schützen und ein Mage. Ja. Ich glaube, die Dings fehlt noch, ne? Na genau, die eine Special Stage fehlt noch. Und die Energie, die kann ich auch gleich mal aufladen. Ich verstehe den Sinn eh davon nicht. Also diese Anzeige mit dem, dieses Runterzählen von der Energie, die sich auflädt, ist absolut verbuggt. Wenn die Energie sich, für, sagen wir mal, von 120 auf 121 aufgeladen hat, steht zumindest da. Ich dann allerdings Energie auflade, kriege ich trotzdem die eine Energie, auf die ich 5 Minuten lang gewartet habe, nicht. Also ist total beschissen. Deswegen ist mir völlig egal, ich hole mir da einfach Energie so und scheiß auf die 5 Minuten. Sind eh nicht richtig dargestellt. Ist echt komisch. Hätte ich ja gleich mal zeigen können, aber egal, beim nächsten Mal dann vielleicht. Kann man ja relativ einfach nachvollziehen. So, 220 Energie. Oh Gott. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir... Irgendwo hatte ich noch was? Ah, einmal noch in der Taverne Refreshing für 200.000 Gold. Tja. Ich habe irgendwie jetzt nicht Lust, das mitzunehmen. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir dann die nächsten 4 Sternehelden haben und nochmal 100 dazu. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Will ich einfach mal so lassen. So, natürlich Legionkämpfe. Wir sind stark dabei. Mittlerweile immer noch bei dem 4. Gebäude. Also wir... müssen uns noch ein bisschen verbessern. Aber nach und nach wird das schon, wenn wir immer mehr Leute, ich glaube 40, auf 40 wurde das jetzt mittlerweile erhöht. Also der Master hat da schon ganz gut was investiert an Kristallen. Würde ich ehrlich gesagt ja gar nicht machen. Da bin ich zu geizig für. Aber er war so nett gewesen. So, bam. Bam. Und einmal kann ich, glaube ich, noch. Ja, bam. Okay. Ja, verdammt, da ist noch eine Heilung rausgegangen. Das war nicht so gut.
Und wie viel Prozent Schaden? 13% Schaden, na gut. Und dann noch einmal irgendwie so 13, 14% Schaden. Vielleicht ist ja mittlerweile einer gestorben von den Gegnern, ich weiß es nicht. Ah ja, hier vorne ist gleich einer tot. So, wunderbar. Ein Hero ist down vom Gegner. Heißt also, es wird für die anderen noch immer wesentlich einfacher, gerade wenn die Helden noch am Leben sind die ganze Zeit. Und dann die ganze Zeit irgendwelche Spells casten, das geht ja mal echt auf den Nerv. So, hier nochmal Mist. Oh, ich zieh den ordentlich Leben weg. Mittlerweile jetzt, wo sie, weiß nicht, haben sie vielleicht Magier verloren oder so? Kriegen die ziemlich viel Schaden und heilen nicht so viel. Hier oben sind noch Polymorpher. Er hat gar keine. Doch, hier unten müsste, glaube ich, noch Heiler haben. Der da. So, aber okay, nochmal. Bestimmt 20% Schaden gemacht, oder? Und 43, oh, nur 11% ist ja wenig. Das ist ja echt wenig. Guck mal, Mark Hit sogar 2 jetzt schon instant. Und der Rest, ja, sind halt nicht einmal alle so aktiv. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber das wird schon so Legion-mäßig. Wir sind bei oh, 40 von 40. Mittlerweile kostet es 300 und 5 neue Member. Das ist schon krass. Aber wenn die Leute natürlich inaktiv sind, aber ihr seht, jeder ist heute, hat sich heute oder gestern eingeloggt. Also wir sind schon ganz gut dabei und auch aktiv. Und der Markt, der regelt das schon. Da will ich von noch nichts von geben. Später erst, wenn ich es nicht mehr brauche. Und hier sind ja ganz, ganz viele, die gejoint sind oder die verlassen haben. Da, das hätte ich beim letzten Mal schon gezeigt gehabt. Viele, viele, viele neue Gesichter. Ich habe trotzdem jetzt so viel Energie, da könnte ich ja eigentlich... Ja, was mache ich denn damit? Ich weiß es nicht. Ich könnte hier versuchen, mal was weiterzumachen. Mal eine Mission zumindest. Versuchen wir es mal. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dann mache ich vielleicht in jeder Folge, wo ich Lückenfüller mache, einfach mal immer eine Mission. Starke Gegner, starke Gegner. Aber sie werden umgenietet. So, mal ein Ninja ist noch dazu, damit wir die gegnerischen Helden wegnatzen können. Nochmal ein Ninja dazu, ein Ninja-Pärchen. Und vor allem diese Magier müssen weg. Diese Heiler und Magier, das ist ja abartig, ey. Von mir kriegst du mal Elizabeth mit ihrer Blutzeremonie, ja, die habe ich ja schon gesehen. Und Merlin, natürlich Merlin, was sonst, ne? Natürlich muss hier Merlin rein. Oh, und, ah. Eine Mission erledigt, dann kann ich das ja als Titel nehmen. Hihi. Na, 4 fehlt nicht mehr für die nächste Stadt. 54, das ist jetzt die 53. Ja, wie stärker hat der? Mhm, so wenig. Okay. Mach ich dann eventuell beim nächsten Mal immer so nach und nach, Schritt für Schritt. Falls was, mache ich jetzt mit der Restenergie? Ich glaube, die werde ich hierfür verballern. Ach komm, mach. Machen wir es einfach mal und währenddessen sprechen wir über. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal so schreiben, welches Prestige-Level ihr seid und wie viel Stärke ihr habt. Um mal ein bisschen die Kommentarfähigkeit. Tätigkeit. Mir fällt das Wort nicht ein. Kommentaraktivität anzuregen, so. Ich bin ja auch schon mittlerweile über 110.000 Attack Power nach. Ich spiele es schon einige Wochen durchaus. Und dafür braucht man auch schon eine ganze Weile. Ach genau, was ich noch machen kann, die Akademie. Da mal ein bisschen aufstufen. So, kann man hier... Ne, 75, 3,2 Millionen. Hier brauche ich 82. Ich bin 72, ne? Alter, what the fuck? Okay, das ist krass. Meine Riesen könnte ich noch nicht aufrüsten. So, Explosion, oder? Ich glaube, die Heilung wollte ich. Genau, die Heilung. Bam, 300.000 Gold. Alter, ist das teuer. 27 Rollen fehlen davon noch. Ich könnte... Nö, ich warte auf Blessing of Wars. In Ordnung. Alter, 279 HP für 10 Sekunden. Das sind 3000 HP, die geheilt werden. Nicht schlecht, ne? Ist schon ein bisschen was. Okay. Akademie erledigt. Das war's. So, den kriege ich jetzt, glaube ich, nicht mehr down. Genau, 132.000. Jetzt mache ich eigentlich immer diese Prestige-Dinger. Mit 23.000 Prestige. Aber ich glaube, das würde ich lassen. Aus dem Grund, dass ich einfach viel zu schnell level dadurch. Und ich einfach mit dem Goldfarm nicht nachkomme.
um die ganzen Einheiten aufzurüsten. Deswegen, ich glaube, die vier Special Stages lasse ich da am Tag aus. Mit den ganzen Prestige. Das ist natürlich geil, weil man einfach so schneller levelt. Aber wenn ich mit dem Gold gar nicht hinterherkomme, dann nutzt das auch nichts. Dann sollte man das lassen. Aber hier 120.000 Gold pro Check ist schon ganz okay. Bei 4 sind wir bei fast 500.000. Die man da täglich kriegt. Ja, in den Kämpfen aber ziemlich lange. Mann, Mann, Mann. Und nochmal 125.000 Gold. Hier kriegt man natürlich auch eine ganze Menge Prestige dazu. Aber halt nicht so viel wie bei dem anderen. Dann kann ich die Energie lieber für irgendwas anderes, irgendwelche Rollen farmen oder so. Müsste ich mittlerweile ja auch mal hoffentlich irgendwann mal genügend haben. Aber ich brauche immer wieder neue. Okay. Ich glaube, mehr kann ich jetzt nicht machen. Doch, einmal könnte ich noch. Einmal könnte ich noch, habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu. Ja, dann kann ich hier die ganzen Rollen farmen und hier die ganzen Rollen und hier vielleicht noch ein paar. Gerade für den Drachen muss ich hier auch noch ein paar Rollen farmen. Die noch farmen, also ich kann hier schon noch ein bisschen was machen. Hier eher weniger, weil hier schon wieder so viel Prestige gibt. Natürlich auch so viel Gold. Ja, vielleicht das. Das hier. Könnte ich eventuell auch schon besiegen. Aber lasse ich mal lieber. Ich brauche diese Kette jetzt auch nicht unbedingt. Aber hier 132.000 Gold und 50.000 Prestige ist schon ganz cool. Aber gut, ja, überlege ich. Auf jeden Fall, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir ja alles Zeugs und so weiter auf. Und dann mal spannende Achievements und so weiter. Neue Helden und so. Ja. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minivirus. Tschüss.